Bundesamt für Migration die Situation bund darstellen und Frau Cornelia Breitschmidt, Leiterin vom Kantonalen Sozialdienst, wird dann nachher aufzeigen, wie die aktuelle Situation im Kanton Aargau ist. Und Frau Regierungsrätin Susanne Hochuli wird dann nachher eben zeigen, welche Massnahmen aufgrund von Situation Bund, Situation Kanton absehbar sollen getroffen werden. Am Schluss haben wir nach wie vor Möglichkeiten, im Plenum Fragen zu stellen. Und selbstverständlich nach Abschluss von der offiziellen Medienkonferenz stehen die Damen innen für weitere Statements und Auskünfte zur Verfügung. Ich darf das Wort der Frau Susanne Hochuli geben. Bitte. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende, liebe Frau Büschi, ich möchte Sie auch von meiner Seite ganz herzlich zu der heutigen Medienkonferenz begrüßen. Es erstaunt mich nicht, dass das Interesse am Thema gross ist. Und ich glaube, ich brauche noch keine prophetische Gabe, um vorauszusehen, dass Asyl auch in Zukunft ein Reizthema wird bleiben. Ich persönlich finde es richtig und gut, dass das Asylwesen immer wieder breit diskutiert wird. Aber ich finde auch, und das sage ich jetzt auch an die Adresse der Medienschaffenden, es gibt einen Unterschied zwischen breit und tief diskutieren, über ein Thema informieren, und es gibt einen Unterschied, ob man das Thema jetzt eben bewirtschaften, damit es möglichst viele Emotionen wecken kann. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich würde mich natürlich nicht getrauen, da irgendwie einen Vorwurf zu formulieren. Und ich mache auch keine Anklage. Aber letztlich geht es nicht weniger als um das. Der Kanton hat zusammen mit dem Bund und den Gemeinden eine gesetzliche Verbundaufgabe zu lösen. Und ob uns das jetzt passt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist eine Aufgabe wie jede andere auch. Und darum plädiere ich an dieser Stelle einzig dafür, dass wir das Problem, das wir bei der Unterbringung von Asylsuchenden haben, eben nicht kultivieren, sondern lösen. Und dabei spielt die öffentliche Wahrnehmung natürlich ganz eine wichtige Rolle. Eine ebenso wichtige wie das Aufzeigen von positiven Beispielen, die gibt es nämlich. Mit der überwiegenden Mehrheit der Asylsuchenden haben wir kein Problem. Und es gelingt auch, neue, grosse Unterkünfte in Betrieb zu nehmen, die weitgehend ohne Schwierigkeiten funktionieren. Die Südallee in Sur ist von mir aus eines dieser Beispiele. Geschätzte Medienschaffende, es freut mich auch, dass ich heute nicht alleine hier an dem Tisch sitze. Es freut mich zum einen besonders, dass neben dem Regierungssprecher 3 Frauen Platz genommen haben. Und es freut mich noch mehr, dass Barbara Büschi, die stellvertretende Direktorin vom Bundesamt für Migration, unter uns ist. Sie wird uns einen Überblick über die Asylsituation geben und dabei eben aufzeigen, dass der Aargau mit seinen Asylthemen nicht alleine ist. Sie wird uns auch vor Augen führen, welchen Rahmen der Bund für Kantone setzt, welche Strategie der Bund bei der Unterbringung hat und wie die Prognose für die Zukunft ist. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier im Aargau, Frau Büschi, und ich freue mich auf Ihre Ausführungen. Anschliessend werden wir im Detail über die Situation im Aargau und die Massnahmen zur Sicherstellung von einer genügenden Anzahl Asylunterkünfte diskutieren. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank. Ich darf das Wort Frau Büschi geben. Ja, sehr geehrte Frau Regierungsrätin Hochuli, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung, heute an dieser Medienkonferenz mitzuwirken. Sehr verehrte Damen und Herren, bevor ich dann auch noch auf die Neustrukturierung im Asylwesen zu sprechen komme, möchte ich euch zuerst einmal eben einen Überblick geben über die Asylzahlen im Jahr 2013 und ein bisschen einen Ausblick machen auf das jetzige Jahr und dort einfach auch noch die besondere Lage in Syrien kurz anschauen. Anschliessend würde ich euch gerne noch einen Überblick geben über den aktuellen Stand bei unseren Bundesunterkünften. Ich möchte euch schon jetzt aber gerne darauf hinweisen, dass wir am 28. März die 2. nationale Asylkonferenz werden durchführen. Die Entscheidungen zur Neustrukturierung, die dort gefällt werden, kann ich hier jetzt nicht vorweg nehmen. Das sind Arbeiten gemacht worden, jetzt in Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton, Gemeinde und Städte. Und in der Asylkonferenz werden dort die entsprechenden Entscheidungen gefällt und euch dann auch anschliessend in der Medienkonferenz kommuniziert.
Die Schweiz hat im vergangenen Jahr einen Rückgang, einen starken Rückgang gehabt bei den Asylgesuchen. Wir haben 25% weniger Asylgesuche gehabt als im Jahr 2012. Die Hauptursachen sind darin zu sehen, dass wir vor allem rasch und prioritär Entscheidungen treffen bei Asylgesuchen aus Ländern, die generell eine tiefe Anerkennungsquote haben. Das war im letzten Jahr vor allem der Fall gewesen bei Nigeria und Tunesien. Seit dem August 2012 tun wir zudem eben in einem 48-Stunden-Verfahren alle Asylgesuche aus den sogenannten visabefreiten europäischen Staaten Serbien, dann Mazedonien, Bosnien und Herzegowina entscheiden, sofern dort nicht allerdings weitere Abklärungen nötig sind. Das hat zu einem Rückgang geführt von diesen Gesuchen in der relativ kurzen Zeit von etwa 90%. Seit dem März 2013 werden diese Verfahren auch auf geeignete Asylgesuche aus dem Kosovo und aus Georgien angewendet. Eine weitere Massnahme, die wir getroffen haben zur Beschleunigung, ist die Mehrfachgesuche bei Dublin-Verfahren. Das heisst, dass Asylsuchende, die innerhalb von 6 Monaten, nachdem wir sie wieder in die zuständige Dublin-Stadt haben, zurückgestellt, erneut ein Asylgesuch einreichen, die nehmen wir nicht mehr entgegen. Auch dort hat sich gezeigt, dass wir rund 2/3 Rückgang zu verzeichnen haben jetzt von diesen Mehrfachgesuchen. Praxis in den europäischen Staaten wird natürlich auch von den europäischen Praxis von den europäischen Staaten hat natürlich auch einen deutlichen Einfluss auf die Asylgesuchszahlen in der Schweiz. Ich möchte da erwähnen Deutschland, wo letztes Jahr wegen der hohen Sozialhilfeleistungen einen enormen Anstieg zu verzeichnen hatte, aber auch Schweden bezüglich der neuen Praxis, vor allem auch für die syrischen Asylsuchenden. Die Zahlen zeigen aber deutlich, dass der Rückgang der Gesuche im Kontrast zu den steigenden Zahlen zu Europa steht. Der Migrationsdruck auf die Schweiz bleibt sicher nach wie vor erhalten. Ich möchte jetzt kurz auf die Situation in Syrien eingehen. Zuerst einmal zu der Region. Syrien ist 2013 mit 50'000 Asylgesuchen das wichtigste Herkunftsland für Asylsuchende in Europa und dürfte 2014 zum wichtigsten Herkunftsland in der Schweiz werden. Aktuell halten sich gemäss dem UNHCR 2,3 Millionen Menschen syrische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten von Syrien auf. Diese Situation führt zu einer Destabilisierung der ganzen Region, namentlich im Libanon und in Jordanien. Eine Entspannung dürfen wir trotz der Gespräche in Genf in naher Zukunft noch gerade nicht erwarten. Der Abwanderungsdruck aus Syrien und der Weiterwanderungsdruck in die Nachbarstaaten wird im laufenden Jahr wahrscheinlich weiter zunehmen. Die Schweiz leistet Hilfe vor Ort, insbesondere durch die Direktion Entwicklung und Zusammenarbeit, das DEZA. Im vergangenen Jahr hat sich die humanitäre Hilfe auf 65 Millionen Franken belaufen. Diese Gelder sind insbesondere in Basisversorgung und in die Sicherung der Lebensgrundlagen der Flüchtlinge, der intern Vertriebenen und vor allem dort natürlich auch auf die besonders verletzlichen Bevölkerungsgruppen verteilt. Im Rahmen des Programms, das wir nennen Protection in the Region, arbeitet DEZA Hand in Hand mit uns, dem Bundesamt für Migration und der politischen Direktion des EDA. Auf der Ebene der Asylpolitik hat das EJPD am 4. September 2013 Visumserleichterungen für syrische Staatsangehörige mit Verwandten in der Schweiz erlassen. Ziel dieser vorübergehenden Massnahme war es, kriegsbetroffenen Familienangehörigen rasch und vor allem unbürokratisch zu helfen, indem wir ihnen einen vorübergehenden Aufenthalt ermöglichen. Die Weisung ist am 29. November vom letzten Jahr aufgehoben worden. Wir sind dann davon ausgegangen, dass in diesen 3 Monaten alle Familienangehörigen Zeit hatten, sich bei einer Auslandvertretung zu melden und ihr Gesuch zu stellen für den Familiennachzug in die Schweiz. Natürlich ist es so, dass Personen, die an Leib und Leben gefährdet sind, wie jetzt immer noch ein Gesuch stellen für ein humanitäres Visum.
Ihr seht hier auf dieser Folie, wir haben bis jetzt rund 2400 solche Visa erteilt. Von den Personen, die die Bewilligung bekommen haben, sind 1675 Personen eingereist und von denen haben rund 1000 Personen die auch ein Asylgesuch gestellt. Ich möchte jetzt kurz einen Ausblick machen auf die Asylgesuchsentwicklung im laufenden Jahr. Die Entwicklung der Asylgesuchszahlen ist natürlich immer abhängig von ganz verschiedenen Faktoren, die wir bei unseren Prognosen einbeziehen und berücksichtigen. Selbstverständlich ist ganz relevant, wie sich die Situation in den Herkunftsländern entwickelt, hier jetzt insbesondere natürlich auch die Lage im Nahen Osten. Wir gehen davon aus, dass die zentrale Mittelmeerroute etwa im gleichen Ausmaß wird frequentiert werden wie im letzten Jahr. Die Schweiz wird dort sekundärer Zielstaat bleiben. Wir werden weiterhin vor einer Weiterwanderung aus Griechenland via Italien etwa im gleichen Ausmaß betroffen werden wie bereits im letzten Jahr. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die Zahlen aus dem Westbalkan entsprechend tief bleiben, wie wir es da, ja, das auch letztes Jahr haben erreicht, wie ich vorhin geschildert habe. Selbstverständlich wird die Asylpraxis der europäischen Länder rund um die Schweiz weiterhin einen starken Einfluss haben. Das können wir nicht voraussehen. Und hier noch etwas ganz besonders Wichtiges. Das ist im Moment, das wisst ihr sicher alle, ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit einem Fall beschäftigt. Eine afghanische Familie hat Beschwerden eingereicht gegen einen Entscheid von uns, sie nach, also im Rahmen von einem Dublin-Prozess nach Italien zurückzuweisen. Dieser Entscheid ist offen und er ist für uns natürlich besonders relevant. Wir haben 80% der Dublin-Überstellungen machen wir nach Italien. Und da warten wir auf den Entscheid, der vor dem Sommer zu erwarten ist. Und der wird natürlich sehr stark auch die Asylgesuchszahlen beeinflussen, respektive die Zahlen der Personen, die in der Schweiz bleiben würden. Jetzt ein bisschen zu der Prognose. Ich möchte euch einfach bitten, die mit Vorsicht zu genießen. Für uns sind das Planungszahlen. Wir können, wie gesagt, die Asylgesuchsentwicklung ist von ganz verschiedenen Faktoren abhängig. Wir können das nicht voraussehen, wie sich die Situation in den Herkunftsländern entscheidet. Zum Beispiel, wir gehen in unserer Planung jetzt etwa von 24'000 Gesuchen aus. Jetzt komme ich zu der Situation der Bundesunterkünfte. Ihr habt die Folie auch in euren Unterlagen. Der aktuelle Bestand ist folgender. Das sind die grünen Punkte. Wir haben 5 Empfangszentren, die sogenannten EVZ vom Bund, und dort haben wir Kapazität für 1400 Personen. Grün markiert sind ebenfalls die anderen Bundeszentren, die wir befristet aufgrund von dem Artikel 26a, den wir mit den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes eingeführt haben, in Betrieb sind. Alle Bundesunterkünfte zusammen, inklusive dem Testzentrum in Zürich, können aktuell 770 Asylsuchende beherbergen. Also es gibt zusammen mit den 1400 Plätzen in der EVZ über 2000 Personen, die wir beherbergen können. Wir haben weitere so befristete Bundeszentren in der Planung, die wir im Verlauf dieses Jahres eröffnen möchten, im Kanton Waadt, Neuenburg, Zug und Tessin. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte eben zu der Neustrukturierung im Asylbereich. Wie soll das künftig aussehen? Ich denke, da ist ja eben auch das neue Gesetz darauf ausgerichtet, das Frau Regierungsrätin euch heute wird vorstellen. Also wir wissen, die Asylgesuchszahlen dauern immer noch sehr lang, trotz den verschiedenen Beschleunigungsmassnahmen, die wir bereits umgesetzt haben, müssen wir doch eine Neustrukturierung von dem ganzen Asylbereich in Betracht ziehen. Der Bundesrat und das Parlament haben beschlossen, eine bestimmte Variante beschlossen, die sagt, dass der Bund soll Verfahrenszentren innerhalb von verbindlichen Fristen in Betrieb nehmen und dort beschleunigte und faire Verfahren realisieren. Die Bundeszentren werden mehr Leute beherbergen, als heute in der Kompetenz vom Bund beherbergt werden. Und das soll dann eben auch zu einer Entlastung der Kantone führen, die dann für weniger
Asylsuchende müssen für die Unterkunft und Betreuung sorgen. Für das zu erreichen, brauchen wir aber wirklich gut organisierte, rasche Verfahren in sehr grossen Bundeszentren. Die Gesetzesentwicklung zu dieser Neustrukturierung ist bereits im Gang. Wir haben die Vernehmlassung zu dieser Vorlage 2 abgeschlossen und können voraussichtlich erwarten, dass der Bundesrat im Sommer von diesem Jahr über die Botschaft wird beschliessen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, die Inkraftsetzung von diesem Gesetz, die dauert noch ein paar Jahre. Das ist so, dass jetzt zuerst einmal das Gesetz wird ins Parlament gehen und wir rechnen nicht damit, dass das einfach gerade so rasch über die Bühne geht, sondern dass das sicher noch die eine oder andere Änderung wird erfahren. Das heisst, für die Kantone ändert sich jetzt gerade aufs nächste Jahr nichts. Die Kantone brauchen die gleichen Unterbringungsstrukturen. Wir rechnen frühestens mit der Inkraftsetzung auf 1. Januar 2017. Wir müssen aber auch mit einem späteren Zeitpunkt rechnen, bis der Bund auch noch all die neuen grossen Zentren hat in Betrieb genommen. Die erste Asylkonferenz hat bereits so über Eckwerte von dieser neuen Bundeszentren, von dieser neuen Organisation Entscheidungen getroffen. Wir rechnen damit, dass wir, der Bund, werden den Auftrag bekommen, via die Gesetzesrevision etwa 5'000 Unterbringungsplätze in der ganzen Schweiz zu schaffen. Also wir haben noch einen deutlichen Aufbau vor uns von diesen 2'000, die wir jetzt haben, auf rund die 5'000 Plätze. Für das Bundesamt für Migration bedeutet das eine Regionalisierung. Wir werden die Schweiz zusammen mit Kantonen und Gemeinden, Städten und Gemeindeverband in gewisse Regionen einteilen. Es wird vorgesehen, dass wir in jeder Region würden mindestens eben ein Verfahrenszentrum und 2 bis 3 Ausreisezentren in Betrieb nehmen. In den Verfahrenszentren werden die Asylsuchenden untergebracht und betreut. Ihr Asylgesuch wird entschieden. Und im Fall von einem Wegweisungsentscheid erfolgt die Wegweisung auch direkt ab dem Bundeszentrum. Also die Asylsuchenden, die weggewiesen werden, kommen, falls die Wegweisung in einer nützlichen Frist erfolgen kann, nicht mehr in die Kantone. Es gilt das Prinzip alle Akteure vor Ort. Das heisst, wir werden in den neuen Bundeszentren nicht nur die Asylsuchenden unterbringen, sondern wir werden auch die Arbeitsplätze schaffen für die Verantwortlichen im Asylverfahren, für die Spezialistinnen für die Dokumentenprüfung, Dolmetscher, für die Rechtsvertretung, für die Rückkehrberatung und so weiter. In den Ausreisezentren hingegen, dass diese reine Unterkünfte, die als Wartephase zu nutzen sind für Personen, die rückgeführt werden in ihre Heimatstadt oder eben in eine zuständige Dublin-Stadt. Jetzt nimmt es uns ja Wunder, ob die Verfahren, die wir da mal uns vorgenommen haben und die wir auch im Nachbarland Niederlande anschauen und umgesetzt haben für die Schweiz, ob die wirklich auch das können halten, was sie versprechen. Und darum haben wir einen Testbetrieb in Zürich eröffnet. Das Ziel von diesem Testbetrieb ist es, zu prüfen, ob mit diesen raschen Verfahren, mit einem ausgebauten Rechtsschutz, die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, können erfüllt werden. Der Testbetrieb ist am 6. Januar eröffnet worden und wird bis Ende September vom nächsten Jahr in Betrieb sein. Wir rechnen damit, dass wir dort jährlich etwa 1'350 Asylgesuche werden können vollziehen. Der Testbetrieb wird evaluiert. Wir haben 4 Mandate extern vergeben, wo die Wirksamkeit und auch die Wirtschaftlichkeit von diesem Betrieb erheben. Und wir haben für den Rechtsschutz einen externen Leistungserbringer, das ist die Schweizerische Flüchtlingshilfe für die Bietergemeinschaft, vergeben. Und hier habe ich einfach jetzt noch eine kleine Bitte euch anzubringen. Der Testbetrieb, der ist von einem hohen öffentlichen Interesse betroffen. Da interessieren sich alle dafür. Es wollen sehr viele Organisationen jetzt auch den Testbetrieb prüfen. Medienschaffende melden sich, möchten auch gerne den Testbetrieb besuchen und möglichst gleich mal Informationen haben. Und wir wissen, dass ihr ein Informationsbedürfnis habt. Wir verstehen das so und wir möchten auch gerne informieren. Wir werden aber strukturiert kommunizieren, nämlich dann, wenn wir wirklich etwas sagen können. Und das geht jetzt noch einen Moment. Es ist jetzt so, dass aus unseren Empfangs- und Verfahrenszentren laufend Asylsuchende zugewiesen werden. Bis Ende Februar
wird der Testbetrieb dann erst voll ausgelastet sein. Er bietet ja Platz für 300 Asylsuchende. Und dann müssen wir die neuen Verfahren prüfen, evaluieren. Und da ist wahrscheinlich nicht vor Endjahr oder vor Anfang nächstes Jahr mit dem ersten Ergebnis zu rechnen. Wir würden aber auf euch zukommen und planen auch, euch einmal einzuladen in den Testbetrieb, wo euch das alles vorstellen, aber einfach alle Medien dort miteinander. Und damit hätte ich meine Ausführungen abgeschlossen. Wir haben jetzt eben, wie ich schon gesagt habe, am 28. März die zweite Asylkonferenz. Im Wesentlichen wird es bei der darum gehen, um die Verfahrens- und Ausreisezentren und die Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Und wir werden die, wie gesagt, darüber informieren. Frau Hochuli hat es schon gesagt, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das Asylwesen als Verbundaufgabe anschauen. Und darum haben wir auch in diesem Verbund miteinander an dieser Neustrukturierung gearbeitet. Und wir werden auch hinsichtlich der Standortplanung, die nach der Asylkonferenz gerade wird einsetzen, wo definiert, wo die Verfahrensausreisezentren zu stehen kommen, sehr, sehr eng mit den Kantonen und den Gemeinden zusammenarbeiten. Es muss ein gemeinsames Konstrukt geben. Nur so werden wir die Neustrukturierung auch erfolgreich können umsetzen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Besten Dank, Frau Büschi, für die ausführliche Situation und Ausblick. Ich darf jetzt das Wort der Frau Cornelia Breitschmidt, Leiterin vom Kantonalen Sozialdienst, geben zur Situation im Kanton Aargau. Besten Dank. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich versuche jetzt die Situation vom Bund her auf den Aargau abzubrechen. Und zwar konkret, was es für uns heisst in der Unterbringung und Betreuung von diesen Asylsuchenden. Da haben Sie auch ein paar Zahlen dazu. Wir haben, das haben wir schon aus den Bundeszahlen gesehen, im Vergleich zu 2012, 2013 deutlich weniger Personen zugewiesen bekommen. Im Grundsatz kommen wir ja 7,7% der Asylsuchenden von der Schweiz über, analog der Einwohnerzahl vom Kanton Aargau. Und die 1309 Personen, die wir letztes Jahr bekommen haben, entsprechen nicht ganz denen 7,7%, weil wir nur die erfassen, die dann effektiv bei uns untergebracht werden. Faktisch sind uns 1649 Personen zugewiesen worden, die sind aber in unseren Strukturen nicht alle angekommen. Was Sie hier gut sehen auf dieser Grafik, ist zwar, dass die Zuweisungen reduziert sind, dass aber Bestände, also die effektiv untergebracht und im Aargau anwesenden Personen, nur sehr leicht zurückgegangen sind. Konkret um gerade mal 1,8% im Vergleich zu 25% Reduktion der Zuweisungen. Wir haben jetzt das Phänomen beobachten, dass wir sehr viel mehr Familien zugewiesen bekommen als noch im letzten Jahr, also im 12. Natürlich eben, es sind in Grundsatzzahlen zurückgegangen. Der hohe Bestand hat einiges damit zu tun, wie der Bund entscheiden tut. Wir haben das gehört von der Frau Büschi. Sie tun tendenziell prioritär Asylgesuche entscheiden, die zu einem Negativentscheid werden führen. Das heisst, dass die anderen Leute, die voraussichtlich einen positiven Entscheid können rechnen, in Kantonsstrukturen kommen und entsprechend auch länger bleiben. Und gerade im Unterschied 2012-2013, wo, der Büschi hat das auch gesagt, Tunesien sind viele mit Negativentscheid belastet, haben wir da eine andere Struktur von den Personen bekommen. Wir haben im 2012 vielen höheren Durchlauf gehabt an Personen, vor allem junge Einzelmänner, die dann eben so einen Dublin-Entscheid bekommen haben und auch sehr schnell wieder ausgereist sind. Das ist heute sehr viel weniger der Fall und insbesondere haben wir eben auch sehr viel mehr Familien bekommen, die natürlich auch nicht so volatile Gruppen sind wie Einzelmänner. Ich denke, den Rest
haben wir etwa hören von der Frau Büschi, das mit dem deutschen Bundesgerichtsentscheid, wo eben die Asylsuchenden deutlich mehr Sozialhilfe bekommen, das ist ein Attraktivitätsbonus für Deutschland und ein Stück weit auch eine Verlagerung von der Einwanderungsroute, die uns hier vielleicht ein bisschen bevorteilt hat. Im Aargau selber führt der kantonale Sozialdienst inzwischen 60 kantonale Unterkünfte mit knapp 1500 Plätzen. Zwei Erstaufnahmezentren, das ist das Dorfeld Buchs, zweigliedert, ein Teil Mannenunterkunft, ein Teil Familienunterkunft mit 108 Plätzen plus eben 58 weitere Unterkünfte. Die sind heute zu 106% ausgelastet. Das ist nicht weit weg von 100%. Unser Ziel ist hier allerdings eine Auslastung zu haben von 80%. Nämlich, dass wir reagieren können auf Situationen. Also wenn der Zustrom wieder grösser wird, müssen wir Plätze haben, die wir zur Verfügung stellen können. Es ist ja so, dass wir vom Bundesamt und dann auch vom Migrationsamt vom Kanton Aargau am Morgen erfahren, wie viele Personen heute in Aargau reisen und für die müssen wir am gleichen Tag nachher ein Bett haben. Dann sind wir auch natürlich darauf angewiesen, dass wir die Bettenzuteilung ein bisschen sinnvoll machen können. Also eben, wir haben Mannenunterkünfte, wir haben Familienunterkünfte, wir tun das nicht unbedingt mischen. Man muss ein bisschen schauen auf die Zusammensetzung der Ethnien. Und von dort her wären wir extrem darauf angewiesen, dass wir eigentlich mit einer Auslastung von 80% können fahren, dass wir genügenden Spielraum haben. Dem ist heute und seit längerer Zeit nicht so, Sie wissen das. Viel diskutiert ist die sogenannte Ersatzabgabe, die Gemeinden leisten, wo nicht genügend Asylsuchende nach einem Verteilschlüssel aufnehmen. Ganz konkret, jetzt ist das im vierten Quartal 2013 so ausgesehen, dass 1528 Personen unterzubringen gewesen wären. Tatsächlich unterbrochen gewesen sind in den Gemeinden 1270 Personen. Wir haben also in den Gemeinden rund 250 fehlende Plätze gehabt. 70 Gemeinden haben ihre Pflicht erfüllt mit einer GU, das heisst Gemeindeunterkunft. 37 Gemeinden mit einer Gemeindeunterkunft unter einer kantonalen Unterkunft. Die Plätze werden der Gemeinde angerechnet, was wir kantonal unterbringen. 109 Gemeinden haben ihre Aufnahmepflicht ganz oder teilweise nicht erfüllt. In dem Sinn haben die Gemeinden 379 Plätze zu wenig zur Verfügung gestellt, dass am Schluss doch nur 258 gefehlt haben, hat damit zu tun, dass die anderen 70 und 37 Gemeinden mehr Plätze zur Verfügung stellen, als sie in dem Sinn müssen, nach der Aufnahmepflicht, nach dem Schluss. Ja. Die aktuelle Tendenz habe ich vorher schon ausgeführt. Wir haben mehr Familien, weniger Einzelmänner. Wir haben, wie das auch Frau Büschi schon gesagt hat, das spüren wir natürlich auch im Aargau, deutlich mehr oder viele Leute aus Syrien und aus Eritrea sind Leute, die eine gewisse Aufenthaltsperspektive im Normalfall haben. Wir haben aufgrund von dem, dass wir sehr viel mehr Familien zugewiesen bekommen haben, einen akuten Mangel an Familienplätzen und gleichzeitig trotzdem einen weiterhin hohen Platzbedarf für Männer. Das andere haben wir gesehen. Was wir natürlich so sagen können, ist, dass sich rund die Sicherheitsproblematik, wo wir im Rahmen der Aktion Crime Stop ja sehr ernsthaft angegangen haben, die Situation hat sich ganz sicher entschärft, im Zusammenhang natürlich auch mit der Art Leute, die jetzt uns zugewiesen werden.
Wir haben ein paar kurz- und mittelfristige Massnahmen können treffen. Wir sind mit dem Bund in Verhandlungen getreten und haben mit dem Bund können übereinkommen, dass sie uns während der Dauer von 2 Monaten keine Familie zuweisen. Also wir kommen zurzeit im Grundsatz nur Männer über, plus allfällige Familiennachzüge oder allfällige Einreisen von Syrern mit Familienangehörigen im Aargau. Und so gibt uns das ein bisschen Luft, die Familienplätze versuchen zu organisieren. Wir haben das auch schon gemacht. Wir haben verschiedene Transfers vorgenommen, wir haben Unterkunftsumwandlungen vorgenommen. Und insbesondere dürfen wir in der Südallee Sur, Frau Regierungsrätin hat die Unterkunft schon erwähnt, nochmal zusätzlich 45 Plätze dann, in Betrieb nehmen, die wiederum für Familien werden sein. Was wir auch versuchen, ist Transfer zu machen von Familien in Gemeinden, insbesondere von diesen Familien, die eine längerfristige Aufenthaltsperspektive haben. Das versuchen wir so zu machen, dass sie bei uns den sogenannten EVK zuerst besuchen die Kinder. Das ist der Einschulungsvorbereitungskurs. Also wir schulen ja die Kinder, und sie vorbereiten. Sie lernen Deutsch einmal, haben ein paar Grundfächer. Und die Lehrer in diesen Klassen geben dann eine Empfehlung ab, in welche Regelklasse das Kind soll und kann eingestuhlt werden. Das gibt bessere Voraussetzungen natürlich für die Aufnahme in eine Gemeinde. Setzt aber natürlich auch voraus, dass wir Familien nachher dann wirklich in die Gemeinde platzieren können. Ja, das heisst auf der anderen Seite, dass Unterkünfte wie ein Liebeck in Grenichen, wo wir in Planung sind, weiterhin sehr wichtig wären, dass wir die brauchen. Und man sollte in der Aargauer Zeitung können lesen, dort wo jetzt der Entscheid Brocko ist, Jägerstübli, auch das ist eine Unterkunft, wo wir natürlich weiterhin darauf angewiesen wären. Gut, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, ich darf das Wort der Frau Regierungsrätin Susanne Hochuli geben. Es geht jetzt darum, die Massnahmen Kanton darzustellen. Bitte. Danke. Sie haben es gehört, der Kanton Aargau muss gemäss Verteilschlüssel 7,7% der Asylsuchenden, die in die Schweiz kommen, übernehmen. Und der Grundsatz ist, dass die Unterbringung und Betreuung von den Asylsuchenden eine Aufgabe ist, die vom Kanton und von der Gemeinde im Verbund wahrgenommen werden. Und in einer ersten Phase von der Unterbringung von den Asylsuchenden kümmert sich der Kanton eben um die Unterbringung und um die Betreuung. Und in der zweiten Phase bei den Personen, die ein längerfristiges Bleiberecht haben, sind die Gemeinden zuständig. Und die Gemeinden können diese Aufgabe auch wieder zusammen machen. Also das kann in einem Verbund passieren. Und per Zufall haben wir jetzt gerade einen Vertreter von so einer Gemeinde da, nämlich den Freddy Böhni aus Möhli, der das mit anderen Gemeinden zusammen seit langem sehr gut und eigentlich ohne Probleme macht. Die Aufgaben sollen so aufgeteilt werden, dass die Kompetenzen von Kanton und Gemeinde klar sind und können auseinandergehalten werden. Der Grundsatz hat sich bis jetzt bewährt und soll so weitergeführt werden. Und für das braucht sie jetzt beim SPG keine rechtlichen Anpassungen. Wir werden eine Aufteilung nach Kategorien machen. Die Aufgabenteilung hat sich eben bis jetzt eigentlich bewährt, aber es war in der Praxis nicht immer so einfach durchzusetzen gewesen und es hat dann immer wieder zu einer Durchmischung von Personen mit unterschiedlichem Status geführt und unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Und das kann natürlich zu Spannungen führen. Und jetzt werden die Asylsuchenden in Kategorien eingeteilt. Sie sehen das auf dieser Tabelle. Sie haben es auch in den Unterlagen. Sie sehen dann auch, für welche Kategorie wer zuständig ist. Der Kanton ist dort zuständig, wo die Asylsuchenden noch im Verfahren sind oder wo sie keinen Ausweis haben, also sogenannte Ausreisepflichtige. Das sind eigentlich auch die Asylsuchenden, die man weiss, die in der Betreuung ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendig sind. Und die Leute, die eben können bleiben in der Schweiz, die sollen dann in Gemeinden verteilt werden. Sie sehen auch, dass Flüchtlinge mit Status B und Status F
wo sie vorläufig Aufgenommene mit Flüchtlingseigenschaften haben, dass sie eine freie Wohnsitzwahl haben. Und beim Status F, wo vorläufig Aufgenommene ohne Flüchtlingseigenschaften sind, sehen sie, dass dort aufgeteilt wird, ob sie wirtschaftlich selbstständig sind, dann haben sie auch freie Wohnsitzwahl. Und wenn sie unselbstständig sind, dann werden sie durch den Kanton zugewiesen. Da habe ich schon Ausführungen dazu gemacht. Bei der Aufteilung nach Kategorien ist der Kanton für die im laufenden Verfahren sowie für die Ausreisepflichtigen zuständig und Gemeinden sind zuständig für die Personen mit einem Integrationsauftrag. Cornelia Breitschmidt hat aufgezeigt, wie die Situation jetzt ist mit der Ersatzabgabe. Gemeinden, die ihre Aufnahmepflicht nicht erfüllen wollen, können sich quasi freikaufen. Finanziell besser gestellte Gemeinden machen das auch. Das wird natürlich für uns schwieriger, weil uns eben Plätze fehlen, wo wir dann die Leute in den kantonalen Unterkünften haben. Oder wir haben es gehört, andere Gemeinden, die mehr aufnehmen werden, dass sie eigentlich sollten. Dass sich das System von der Ersatzabgabe nicht bewährt hat, ist, glaube ich, nichts Neues. Das ist ja auch von der Gemeinde die Rückmeldung gekommen, dass es eigentlich sehr unsolidarisch ist, dass man das sollte abschaffen und eine zukünftige Lösung sollte, die eben in erster Linie dazu dienen, dass wir die Aufnahmepflicht können durchsetzen können. Wir wollen also ein Sanktionierungssystem haben, dass eine uneingeschränkte Aufnahmepflicht für Gemeinden gilt. Und im Weigerungsfall, also wenn jetzt eine Gemeinde die Asylsuchenden nicht aufnehmen will, wo sie müsste, dann müsste die Gemeinde die Kosten übernehmen. Das wäre die sogenannte Ersatzvornahme. Das würde dann für Gemeinden auch teurer werden, weder dass es heute ist, wo sie nur die 10 Franken pro Tag zahlen müssen, sondern bei der Ersatzvornahme müssten sie eben die Kosten übernehmen, die tatsächlich entstehen. Also das sind Vollkosten, inklusive Kosten von der Betreuung und von den Verwaltungskosten. Die Ersatzvornahme ist nichts Neues. Das ist etwas, wie in anderen Kantonen gemacht wird. Zum Beispiel der Kanton Zürich. Und seit man das dort hat, hat man eigentlich kein Problem mit den Gemeinden, dass die ihrer Aufnahmepflicht nicht nachkommen. Sie sehen auch, was in der SPV, also in der Verordnung, sollte geändert werden. Dort ist ein Quotient festgelegt, wo man einfach sieht, dass die Zahlen mit der Realität übereinstimmen. Sie haben die Grafik gesehen vom Kanton Aargau. 60 Unterkünfte werden im Moment vom kantonalen Sozialdienst betreut. Es leben 1539 Personen in diesen Unterkünften. 1265 Personen sind in den Gemeindeunterkünften. Das ist der Stand von Mitte Februar. Wenn wir jetzt die neuen Kategorien dann in Zukunft wird haben, wird es eine Verschiebung der Unterbringungsplätze von der Gemeinde zum Kanton geben, weil mehr Personen noch im Verfahren sind oder dann eben Personen, die ausreisepflichtig sind, die wir auch nicht in die Gemeinde aufteilen wollen. Sie sehen auch, wie die Anzahl Unterkünfte im Moment aussieht. Wir haben sehr viele kleinste Unterkünfte, wir haben wenig grosse Unterkünfte. Und Sie können sich auch vorstellen, wo das Problem sind. Bei den kleinen Unterkünften, das ist da, wo wir jetzt schon lange in dem Kanton darüber diskutieren, es ist schwierig, dass man geeignete Objekte findet. Man hat mit 60 Unterkünften natürlich nicht die Möglichkeit, immer Betreuungspersonen vor Ort zu haben. Aber was mit diesen kleinen Unterkünften sicher da ist, es gibt eine grössere Akzeptanz in der Bevölkerung, weil die natürlich besser verteilt sind. Und eine kleinste Unterkunft mit 1 bis 10 Personen oder eine kleine Unterkunft bis 20 Personen natürlich nicht so markant ist wie eine grosse Unterkunft. Der Vorteil von grösseren Unterkünften, den wir jetzt eben darauf setzen wollen, das Betreuungspersonal kann immer dort sein. Es gibt eine bessere Handhabung durch Polizeikräfte und das Migrationsamt. Und mit dem Konzept der grossen Unterkünfte hat der Kanton auch die Möglichkeit, die Unterkunftsstruktur über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder zu verbessern. Und das ist eben jetzt das Ziel dieser SPG-Vorlage, dass die grossen Unterkünfte, die vielen kleinen und kleinsten Unterkünfte mittel- bis langfristig ersetzen können.
Sie haben es vorher dann in der Tabelle gesehen, von diesen 60 Unterkünften, die wir haben, entspricht nur eine der Kriterien von einer grossen Unterkunft, also eine Unterkunft, wo mehr als 100 Leute drin sind. Kriterien für die Beschaffung der Unterkünfte sind neben der Verfügbarkeit natürlich, dass man einen möglichst geeigneten Standort findet und natürlich auch massvolle Betriebskosten hat. Grosse Unterkünfte haben gewichtige Vorteile in Bezug auf die Sicherheit, Betreuung und Wirtschaftlichkeit. Sie können sich das vorstellen. Betreuungspersonen, die jetzt zwischen diesen 60 Unterkünften müssen pendeln. Wenn man bei diesen Unterkünften Sicherheitspersonen muss haben, ist das natürlich auch etwas anderes, ob man die auf 60 quasi muss verteilen oder ob man die dann auf die wenigen grossen Unterkünfte kann verteilen. Und Sie können sich auch vorstellen, dass eine grosse Unterkunft wirtschaftlicher kann geführt werden kann, als die vielen kleinen Unterkünfte, die wir im Moment haben. Bei der Standortsuche stellt sich natürlich das Problem von der Zonenkonformität für die grossen Unterkünfte für Asylsuchende. Außerhalb von der Bauzone sind neue Unterkünfte weder zonenkonform noch als Standort gebunden, ausnahmsweise bewilligungsfähig. Und die Realisierung von grossen Unterkünften für Asylsuchende ist dann aufgrund von der Planungs-, Bau- und organisationsrechtlichen Rahmenbedingungen schwierig. Es kommen sicher nur wenig geeignete Standorte in Frage. Andererseits ist im meistens notwendigen Baubewilligungsverfahren, also Umnutzung, mit erheblichem Widerstand von Seiten der Anwohnenden und von der Gemeinde zu rechnen. Das ist uns natürlich bewusst, aber wir dürfen auch darauf hinweisen, dass es ja nicht einfach eine Erfindung der Regierung ist mit den grossen Unterkünften, sondern dass wir da auch verschiedene parlamentarische Vorstösse schon hatten. Sie sehen die rechtlichen Voraussetzungen. Die Zonenkonformität der grossen Unterkünfte muss natürlich gewährleistet sein. Und es ist natürlich im Interesse des Kantons, in erster Priorität innerhalb der bestehenden rechtskräftigen Bauzonen geeignete und zonenkonforme Standorte für die grösseren Unterkünfte zu suchen. Und erst wenn diese Bemühungen zu keinem Erfolg führen, ist in einem zweiten Schritt das erste Mal über einen kantonalen Nutzungsplan innerhalb der bestehenden Bauzone geeignetes Land auszuscheiden, bevor eben neue Einzonungen ins Auge gefasst werden. Wenn eine Anpassung der Zonenordnung nötig sein sollte, um das kantonale Unterbringungskonzept mit regional verteilten Grossunterkünften für Asylsuchende planungs- und baurechtlich realisierbar zu machen, muss natürlich die Zonierung von geeigneten Standorten angepasst werden. Und das ist wichtig, die Zonenplanung ist grundsätzlich die Sache der Gemeinde und die können natürlich nicht einfach verpflichtet werden, ihre Zonenpläne in einer bestimmten Art und Weise anzupassen. Es ist ja klar bei dieser Botschaft, dass da die Ängste der Gemeinde da sind, ob sie können überstimmt werden können. Aber so wie es im Kanton Aargau geregelt ist, auch gemäss § 10 Absatz 3 vom Baugesetz, haben die Gemeinden ein Mitwirkungsverfahren. Der Grossrat wird mit einbezogen und da kann also nicht die Angst der Gemeinden da sein, dass der Kanton jetzt kommt und sagt, hier passiert etwas, was die Gemeinden nicht wollen. Die haben also die Möglichkeit, sich mit ihrem Mitwirkungsrecht einzubringen und ihre Interessen auch darzulegen. Das neue Konzept mit den regionalen Grossunterkünften führt dazu, dass es zwar nur wenige Standortgemeinden mit kantonalen Unterkünften wird geben, aber dass die eben mit der relativ grösseren Anzahl von Asylsuchenden werden konfrontiert sein. Das haben wir jetzt hier im Dorffeld, wo wir die grosse Unterkunft haben. Wir haben in Rekingen eine grössere Unterkunft und man sieht sie auch bei der Südallee, wo relativ viele Asylsuchende sind, dass dort mehr Leute sind, aber dass das jetzt auch etwas ist, wo man gesehen hat, das kann funktionieren, wenn man es richtig angeht. Die Betroffenheit der Standortgemeinden unterscheidet sich also mit diesen grossen Unterkünften natürlich wesentlich von denen der anderen Gemeinden, aber man will gleich nicht
dass man die Gemeinden jetzt entschädigen. Also da ist ja dann immer die Diskussion, kommen denn die etwas über für die zusätzliche Last, die sie quasi haben. Und das will man nicht machen, weil das bei einem Finanz- und Leistungsausgleich sehr eine hohe Komplexität hat. Sie müssen sich auch mal überlegen, wie würde man das entschädigen? Ist es denn tatsächlich die Standortgemeinde oder die Nachbargemeinde, die könnte betroffen sein? Wie hoch müsste die Entschädigung sein? Und was würde das bedeuten jetzt für andere Gemeinden, die zum Beispiel keine Grossunterkunft haben, aber sagen, wir sind mit dem Zoll, mit dem Verkehr oder mit der Kehrichtverbrennungsanlage stark belastet? Da würde man, glaube ich, ein Fass ohne Boden auftun. Wie ist denn das mit der Finanzierung von dieser Grossunterkunft? Sie sehen, dass der Kantonalsozialdienst die Liegenschaften, die wir jetzt haben, die unterschiedlich gross sind, anmieten. Sie sehen auch die Mietkosten, die schlussendlich mit der Globalpauschale vom Bund bezahlt werden können. Vom Bund kommt man 9,04 Franken pro Tag und Person über. Und mit dem wird man den Mietkostenanteil zahlen. In Zukunft sollen auch keine kantonalen Mittel eingesetzt werden. Also man wird das eigentlich weiterhin mit der Globalpauschale vom Bund können machen. Wir wollen natürlich darum schauen, dass man möglichst kostengünstige Lösungen realisieren kann für die Grossunterkünfte, die wir erstellen wollen. Und im Einzelfall muss schlussendlich dann angeschaut werden, mit welchen Finanzierungsmöglichkeiten dass man das machen soll. Ist das Miete, Mietekauf, Kauferstellung, es gibt PPP. Und es ist klar, bei jeder Grossunterkunft, ob jetzt das ein Bau für den Bau oder für den Kauf ist, muss selbstverständlich ein Verpflichtungskredit beim Grossrat beantragt werden. Im Moment ist es natürlich nicht möglich, dazu mehr zu sagen, weil man schlussendlich zuerst die einzelnen Objekte muss haben, wo man dann im Detail anschauen kann, was am besten ist. Wenn man jetzt vom Kauf oder vom Bau von diesen Grossunterkünften durch den Kanton redet, dann gibt es da zwei Möglichkeiten, zwei Varianten. Bei der Finanzierung, eins ist die Finanzierung durch den Kanton selber oder eins ist die Finanzierung, die man mit dem Bund könnte angehen. Man geht davon aus, dass so ein Bau von einer Grossunterkunft in etwa 4,2 Millionen Franken wird kosten. Und wir gehen auch davon aus, dass die ersten Grossunterkünfte frühestens ab dem Jahr 2018 werden parat sein. Wir haben das auch vorhin von der Frau Büschi gehört. Auch der Bund braucht eine Vorlaufzeit, wenn man mal weiss, in welche Richtung dass man geht, bis man dann eben wirklich die geeigneten Objekte hat. Und die Grossunterkünfte werden selbstverständlich nicht auf Vorrat aufgestellt. Wir haben ja immer noch die kleinen Unterkünfte, die durch die grossen Unterkünfte sollen abgelöst werden. Aber das ist klar. Da muss man auch schauen, wie sich die Situation entwickelt. Man muss auf die Prognosen vom Bund abstellen und auf die Erfahrungen, die wir machen. Zum Betrieb der Grossunterkünfte. Ich bin vorhin schon kurz darauf eingegangen, wie schwierig das ist mit den kleinen und kleinsten Unterkünften in Bezug auf Betreuung. Die Realisierung dieser Grossunterkünfte gibt im Kanton die Möglichkeit, Betreuung von den Asylsuchenden eben intensiver und zielgerichteter können gestalten. Man wird auch die Grossunterkünfte auf verschiedene Personengruppen können ausrichten. Familien mit Kind brauchen ganz eine andere Unterkunft, weder alleinstehende Männer. Leute mit gesundheitlichen Problemen sind auf andere Infrastrukturen angewiesen, weder gesunde Leute oder renitente Ausreisepflichtige, können Sie sich auch vorstellen, dass die in einer anderen Unterkunft können untergebracht werden können, wie der Familie. Es ist klar, dass man so eine grosse Unterkunft nicht einfach herstellt und dann führt, sondern wichtig ist, dass mit der Standortgemeinde oder mit weiter betroffenen Kreisen, dass die bei der Planung der Grossunterkunft mit einbezogen werden, sei es, wenn es ums Unterbringungs-, Beschäftigungs- oder um Sicherheitskonzept geht. Das ist jetzt auch etwas, was man mit Sorge gemacht hat, wo man intensiv mit der Gemeinde, mit den Behörden, aber auch mit den Anwohnern zusammengearbeitet hat. Und das hat sich
sehr bewährt. Bei diesen Grossunterkünften ist es auch so, dass der Kantonalsozialdienst Betreuung am Tag und in der Nacht sicherstellen. Das ist bei diesen 60 Unterkünften so nicht möglich. Sie wissen auch, dass immer wieder die Frage aufkommt, ja, gibt es denn auch geschlossene Unterkünfte für straffällige oder renitente Asylsuchende? Und gegen das, da hat man einfach die rechtliche Voraussetzung nicht. Also das ist etwas, was wir auch im Kanton Aargau nicht werden können machen. Aber uns ist es klar, dass man renitente Asylsuchende anders unterbringen kann und dort auch ein anderes Sicherheitskonzept wird aufziehen wird, wie bei einer grossen Unterkunft, wo vorwiegend Familien drin sind. Ich habe schon ein paar Mal von Familie und dann natürlich auch damit von Kindern geredet. Und sie wissen, dass alle Kinder, die im Kanton Aargau sind, das Recht auf Schulung haben und eine Schulpflicht auch haben. Und das wird man dann natürlich auch in diesen Grossunterkünften so können machen. Es gibt ja für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten. Man hat einen direkten Einstieg in die Gemeinde mit Regelklasse oder man hat einen Einstieg in die Regelklasse nach einem Integrationskurs. Und wir haben ja im Kanton Aargau eine Besonderheit. Cornelia Breitschmidt hat schon davon geredet. Wir haben die sogenannten Einschulungsvorbereitungskurse, wo Kinder während 3 bis 6 Monate schwerpunktmässig in der Sprache geschult werden, aber auch mit unserem Schulsystem bekannt werden und erst dann in die Regelklasse eingeteilt werden, wenn man auch schon ein bisschen beurteilen kann, in welche Klasse würde sie jetzt am besten passen. Wenn man jetzt die grosse Unterkunft hat, wo man einen Standort meint, nicht zusätzlich belasten im schulischen Bereich. Und darum macht es natürlich Sinn, wenn man in dieser Grossunterkunft spezielle Abteilungen zur Schulung der Kinder einrichten kann. Wir gehen im Moment davon aus, dass das an 2 bis 3 Standorten müsste möglich sein, einfach mit diesen Erfahrungen, mit diesen Zahlen von Asylsuchenden, die man jetzt hat. Das kann sich natürlich dann ändern. Die Verantwortung für die Schulung der schulpflichtigen Kinder muss aber bei den Gemeinden bleiben. Da haben wir die Kantonsverfassung, die das so vorschreibt. Aber die jeweiligen Gemeinden werden bei dieser Aufgabe durch den Kantonalsozialdienst, aber natürlich auch durch das BKS, durch die Abteilung Volksschule, unterstützt. Und der Kanton stellt die Infrastruktur parat und kommt auch für die Lohnkosten bei den Lehrpersonen und bei den Schulleitungen auf. Das weitere Vorgehen, wir gehen in die parlamentarische Beratung, in die Kommission und im Plenum. Nachher kommt die Verabschiedung von der zweiten Botschaft für die zweite Beratung durch den Regierungsrat. Sie sehen, das ist auf November 14 vorgesehen. Dann gibt es im Winter Beratung wieder in die Kommission und im Plenum. Es ist klar, dass die Vorlage im Referendum untersteht. Es könnte zu einer Volksabstimmung kommen. Und Sie sehen dann auch, die Kraftsetzung ist jetzt von 1. Januar 2016 angedenkt. Und wie ich es vorher dann erwähnt habe, bis man dann eben die erste grosse Unterkunft hat, geht natürlich noch ein bisschen Zeit ins Land, bis man den Standort hat und sie dann auch erstellt hat. Wenn man ein Fazit ziehen kann, die Asylsuchenden werden bei der Unterbringung und bei der Betreuung in die unterschiedlichen Aufenthaltskategorien eingeteilt. Gemeinden sind für Personen mit Integrationsauftrag zuständig. Das ist klar, die müssen in den Gemeinden draussen sein, das sind die Leute, die werden bleiben. Und der Kanton ist verantwortlich für die Asylsuchenden, die sich im Verfahren befinden oder ausreisepflichtig sind. Das Konzept der grossen Unterkünfte: Sie sollen die vielen bestehenden Kleinunterkünfte ersetzen. Grossunterkünfte haben einen gewichtigen Vorteil in Bezug auf die Sicherheit, in Bezug aber auch auf die Betreuung und die Wirtschaftlichkeit. Und Grossunterkünfte sollen nur im Umfang vom vorhersehbaren Bedarf erstellt werden. Also es gibt keine Unterkünfte auf Vorrat. Besten Dank, Frau Regierungsrätin Hochuli, für die Ausführungen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, im Plenum den 3 Referentinnen Fragen zu stellen. Wem dürfen wir zuerst das Mikrofon geben?
Mark Theiler, bitte. Ich würde wundern, wie viele Personen minimal und maximal in diesen grossen Unterkünften untergebracht werden sollen. Also, ja. Also es ist vor, wir reden im Moment von 150. 150? Ja. Minimal ist 100. Und das, also, man muss immer daran denken, im Asylwesen ist es ja, man weiß nie genau, was auf einem zukommt. Aber es macht Sinn, dass die Unterkünfte in dieser Grössenordnung geplant werden. Und dann muss man halt schauen, es kann dann halt sein, dass man mal in einer Unterkunft mit Familie vielleicht gerade Platz frei hat, wenn weniger Familie kommt. Aber das ist etwas, wo der Kantonalsozialdienst jetzt schon tagtäglich damit gefordert ist, immer wieder zu schauen, wie tut man die Unterkünfte am besten, in Anführungszeichen, bewirtschaften. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, danke Ihnen bestens für das Interesse. Und die drei Referentinnen stehen jetzt noch für Einzelinterview und Statements zur Verfügung. Die Medienkonferenz war offiziell geschlossen. Besten Dank. Danke.